Ski-Weltcuprennen in den schnellen Disziplinen wurden im bisherigen Saisonverlauf ausgetragen. Damit ist ein Drittel des Skiwinters 2014-15 bereits Geschichte. In diesen 7 Rennen rückte ein Südtiroler Speed-Spezialist in den Fokus, nämlich Dominik Baris. Der 25-jährige Ultner kletterte 4-mal aufs Podium und war nie schlechter als Fünfter. Eine unglaubliche Konstanz. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass es ein so guter Start ist, aber ich bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich die Arbeit schon ausgezahlt im Sommer. Die haben mich gut hergerichtet im Sommer und sehen, dass ich fechten gekugelt bin. Und dann merkte ich dann eben zum Schluss aus, eben die Kondition hat mir gefällt. Man hat eigentlich jetzt richtig noch besser her. Und das Skigefühl ist auch gut gewesen und das Material passt auch alles. Und danach kann man es einfach gleich duschen lassen. Und logisch, das ein bisschen Lick braucht es auch noch dazu. Und das habe ich bis jetzt halt gehabt. Ich bin eigentlich ohne Worte, weil so wie heuer die Saison läuft, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, obwohl er schon sich sehr vorbereitet hat im Sommer und viel trainiert. Aber dass es so aufgeht, freut mich besonders, weil er jetzt die Früchte erntet. Vor allem im Super-G hat Dominik Baris heuer einen Riesenschritt nach vorne gemacht. In Lake Louise schaffte er es in dieser Disziplin zum ersten Mal in seiner Karriere auf das Podium. Beim Heimrennen in Gröden verbesserte er sein bestes Weltcup-Ergebnis im Super-G und wurde sogar Zweiter. Ein bisschen mehr Riesenterlauf hat trainiert und das, man merkt halt einfach, dass man in technischen Bereichen jetzt auch mehr ein bisschen mithalten kann und auch logisch in meinen Passagen in die Flachen und das sehr gleich ein Stück hole ich halt noch wieder die Zeit aus, aber zumindest bin ich ungefähr dabei bei den technischen Teilen. Obwohl Dominik Baris heuer im Weltcup so konstant ist wie noch nie, wächst der Druck auf den ehemaligen Südtiroler Sportler des Jahres nicht. Im Gegenteil. Ich merke viel eher weniger Druck. Weil jetzt ist klar, wenn ich mal weiter hinten bin. Jetzt bin ich halb voll. Druck mache ich mir eigentlich selber keinen. Ich probiere halt das Beste. Ich muss halt schauen, wie es beim Training auch geht. Komme ich zurecht mit der Piste oder mit dem Schnee oder je nachdem. Wie es ist und du, was ausschaut, schaut aus. Man weiß nie genau, kommst du jetzt ein fehlerloser Fahrt oder ein Bachschnee nach drin oder so. Man probiert halt. Nun stehen in Wengen und Kitzbühel 2 Klassiker auf dem Programm. Auf der Streif hat Dominik Baris 2013 einen von 3 Weltcup-Siegen gefeiert. Aber nicht nur deshalb freut sich Domme auf die beiden nächsten Weltcup-Etappen. Ja, jetzt habe ich daheim wieder ein bisschen trainiert und eben, das Gefühl ist eigentlich ganz gut, jetzt freue ich mich. Und dann ist dann ein bisschen Trockentraining eingebaut, schauen, ob es der Bock hat, so lange wie jetzt bei den Klassikern. Aber nein, es schaut gut aus, ich habe eine Freude und ich hoffe, dass es auch gut geht. Nicht ganz so erfolgreich wie Dominik Baris war bisher Peter Vill. Dennoch kann sich die Saisonbilanz des 32-jährigen Kastelruthers sehen lassen. In 6 Rennen fuhr 6-mal in die Top 20, 2-mal, nämlich in Beaver Creek, sogar in die Top 10. Ja, ein paar Sachen sind sehr positiv. Ich fühle mich auch ganz gut auf die Ski, aber halt, ich habe im Vierjahr noch nicht das Maximale rausgeholt, was ich kann. Peter Vill fehlt heuer noch ein Podestplatz. Was braucht es, um diesen letzten Sprung zu machen? Ja, sicherlich ein bisschen, wie sagt man, dass es einfach alleine geht. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Spaß getan. Und es sind allerlei Stücke drin gewesen, was sehr gut waren, was sehr schnell waren, aber nicht die ganze Piste. Nicht? Da fehlt ein bisschen die Selbstsicherheit noch und noch denke ich, müsste es passen. Auf steigende Form hat der zweifache Olympiamedaillengewinner Christoph Innerhofer an den Tag gelegt. Nach einer längeren Verletzungspause fuhr der 30-jährige Geiser der Konkurrenz in Übersee aufgrund von Trainingsrückstand noch hinterher. Zuletzt in Gröden und Santa Caterina lief es für Innerhofer aber immer besser. In Gröden schaute im Super-G sogar ein 5. Platz heraus. Äh,
ich habe zumindest wieder ziemlich ein bisschen trainieren gekannt. Im Training war es eigentlich schon sehr gut. Ich bin Trainingsbestzeiten gefahren und das stimmt mir positiv. Nachher, wie wir wissen, bin ich ein Athlet, was die perfekten Verhältnisse braucht, um schnell fahren zu können. Das heißt Eis, kein Neuschnee. Und ich sage, die Saison ist noch lang, deswegen bin ich zuversichtlich, dass noch ein paar schöne Sachen passieren können. Wenn Christoph Innerhofers Formkurve weiter so steil nach oben geht, dann dürfte ein Platz auf dem Stockhall nur eine Frage der Zeit sein. Ich glaube, wenn alles zusammenpasst, dann bin ich vielleicht gar nicht einmal noch weit weg. Aber lassen wir die Daten sprechen. Also was zählt, ist schwarz auf weiß und nicht das, was man sagt. Deswegen, ich werde sicherlich weiterkämpfen, versuchen, das Beste zu geben. Jeden Tag versuchen zu nützen, um ein bisschen was aufzuholen auf die anderen. Und in der Vergangenheit habe ich gezeigt, dass es nichts unmöglich ist. Und wenn man allen mit Fleiß und Einsatz dabei ist, dass man kommt wieder schnell an die Weltspitze zurückkehren und hoffen wir, dass dem genauso ist. Genau umgekehrt wie bei Christoph Innerhofer verlief die Formkurve von Werner Hehl. Nach gutem Start in Nordamerika mit einem 7. und einem 10. Platz in den beiden Abfahrten von Lake Louise bzw. Beaver Creek lief es zuletzt in Europa nicht ganz nach Wunsch. Der Start war sehr positiv. Von dem her, dass ich jetzt sage, okay, man hat ein bisschen wenig trainiert im Herbst aus. Ich nicht bewusst eigentlich, dass man es ein bisschen zurückgeschraubt hat. Da hat eigentlich der Start ist nicht einmal so schlecht gewesen. Es waren zwei gute Ergebnisse schon einmal in Amerika hinten, in der Abfahrt. Im Super-G hapert es ein bisschen. Dann sind wir in Europa zurückgekommen. Dann bin ich nicht so wirklich auf Touren gekommen. Haben wir ein bisschen vielleicht wieder zu viel erwartet. Haben wir eigentlich jetzt geht etwas weiter. Aber im Endeffekt ist es dann eher ein bisschen hinterisch gegangen und nicht. Jetzt über Weihnachten habe ich fleißig trainiert und habe ein bisschen geschaut, die ganzen Problemchen, was ich jetzt gehabt habe in Europa, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und es schaut einmal zur Zeit recht gut aus und deswegen schaue ich jetzt ganz positiv nach Wengen. Der 32-jährige Passeiro blickt der Zukunft zuversichtlich entgegen. Die Vorfreude ist jetzt sicherlich ein bisschen größer nach dem Training, was ich jetzt gemacht habe. Also mir hat es jetzt relativ positiv gestimmt. Also ich bin relativ nahe dabei gewesen jetzt bei meinen Teamkollegen, was die Zeiten anbelangt. Deswegen steht jetzt einmal, sage ich mal, einen ganz interessanten Jänner nichts im Wege. Südtirol Speedasse, sie haben ihren Fans in den ersten Rennen viel Freude bereitet. Man darf Dominik Baris, Peter Vill, Christoph Innerhofer und Werner Hehl wünschen, dass es bei ihnen auch in den nächsten Wochen richtig gut läuft, auch weil im Februar die WM in WLAN steht.